Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben wieder Samstag und die Möglichkeit, an unserem Samstag oder Verantwortungstreff teilzunehmen. Wir haben heute den 24.09.2022 und ich muss zu Inhalt und technischem Rahmen nicht viel sagen, weil wir in unserem korruptionsbefreiten Forum dazu auch einen Thread haben, wo man sich reinlesen kann. Also das Forum heißt www.freie-argumente-kultur.de. Motto der heutigen oder samstäglichen Talks ist: Wir tauchen auf aus dem Strom, in dem man sonst vielleicht zu unreflektiert mitschwimmt, und stellen dann alles die große Verantwortungsfrage. Gut, wir machen es als Redekreis mit der Möglichkeit, dass die Zeit, die jeder dabei hat in der jeweiligen Runde, auch flexibel gestaltet wird. Das heißt, es kann jemand den Redner unterbrechen oder er sagt eben Wechsel, und dann schließt der jeweilige Redner diesen konkreten Gedanken noch kurz ab, aber nicht andere Gedanken, sondern diesen, sodass da auch dann eingehakt werden kann. Und ja, so ist gewährleistet, dass einerseits alle in einer Runde die gleiche Zeit haben, aber dass das auch lebendig hin und her gehen kann. Gut, würde ich sagen, fangen wir damit an und ich gebe für den ersten inhaltlichen Beitrag heute Abend an den Dylan. Wechsel 4. Ja, ich habe gerade die Sendung gefunden, die gerade heute Abend nochmal ausgestrahlt wird. Können wir Menschen uns selbst überhaupt trauen? Können wir uns überhaupt vertrauen, wo doch so viel evolutionsbiologisch, da wird also auch evolutionäre Dinge erwähnt, ja, in dem Text, in dem Ankündigungstext. Ich habe die Sendung jetzt noch nicht geschaut, die ist nur eine halbe Stunde lang. Aber es geht eben auch um die Frage, ist der Mensch überhaupt ein Wesen, das vertrauenswürdig ist und sich selbst überhaupt vertrauen kann? Und genau das ist der entscheidende Punkt. Ich bin ganz sicher, im Wesentlichen nicht. Und wir beim Weltrat ringen dafür, so ein bisschen aus dieser normalen Menschlichkeit rauszukommen. Denn ich mache mal nur ein Beispiel. In der Sendung wird auch gefragt, ist es überhaupt gut, Selbsterkenntnis zu haben? Oder ist es nicht besser, unreflektiert einfach den biologischen Prinzipien der Natur zu folgen und eigene Vorteile zu ziehen? Ja? Also diese Frage wird in dieser Sendung offensichtlich gestellt. Und der erste Gedanke ist also ganz klar, um das nochmal zu sagen, die soziale Marktwirtschaft setzt ja auch wieder einen besseren Menschen voraus, als er ist. Ja, denn die Person, die als erste denkt, Zuckerprodukte wären verantwortbar und könnten anderen Menschen guten Gewissens verkauft werden, der wird dann zum ersten erfolgreichen Zuckerbäcker. Und bald danach laufen die ersten Adligen mit schwarzen, faulenden Zähnen rum und benutzen diese Fächer, also diese Fächer, um den Gestank des eigenen Mundgeruches wegzuwedeln, sozusagen in den adeligen Häusern. Ja, also das heißt, also immer der sich irrt, der macht die größten Geschäfte, ruiniert die Gesundheit aller anderen Menschen und ist der Erfolgreiche in der Evolution, weil er die Fortpflanzungschancen seiner eigenen Gene über eigene Familienmitglieder vergrößert und dabei allerdings die ganze umliegende Menschheit mit seinen Süßwaren vergiftet. Und das ist der Konstruktionsfehler in der Marktwirtschaft. Und deswegen sage ich, nein, wir Menschen können uns nicht trauen. Und nachher in meinem zweiten Statement will ich dann erklären, die drei grundlegenden Kreisläufe, die auch in die alternativen Kreisläufe eindringen, nämlich wo Berufsgruppen und Sparten vorteilbringende Irrtümer aussenden. Einmal können die Spartler dadurch profitieren, dass sie selbst diese Irrtümer glauben.
Auf der anderen Seite können sie aber auch andere gesellschaftskritische Menschen dazu manipulieren, diese Irrtümer zu glauben. Und dann sind das die sogenannten Lobbyisten wider Willen, was ja schon seit Monaten auf unserer Homepage steht. Also ich kann selbst einer Sparte angehören, kann durch den Irrtum, den ich glaube, als Arzt zum Beispiel die Leute durch Chemotherapien umbringen, dabei aber Millionen verdienen. Ja? Und oder ich kann diese vorteilbringenden Irrtümer anderen einimpfen, die dann zum Lobbyisten wider Willen werden und dann für die Profite der Ärzte kämpfen, obwohl sie selbst gar nichts davon haben. Und das werde ich aber erst in der zweiten Runde sagen. Also was sagt ihr? Widersprecht mir bitte mit der ersten These. Der Mensch ist eigentlich überhaupt kein selbsterkenntnisorientiertes Lebewesen, sondern er ist fähig, auch in der größten Selbsttäuschung zu leben, wenn das seine Chancen erhöht, selbst seine eigenen Gene in die Zukunft zu schießen durch eigene Familienmitglieder, dann ist das für die Evolution völlig okay. Und dass wir versuchen, den Menschen da höher zu entwickeln oder so, ist schon von daher ein Problem. Wechsel. Ja, Wechsel 3. 3, glaube ich, nur. Ja, genau. Ja, also die Frage nach dem Vertrauen. Ich denke, das ist auch irgendwie ein, wie soll ich sagen, das ist ja eine Frage der Bewusstseinsstufe. Also je höher mein Bewusstsein ist, desto mehr kann ich mir selber vertrauen und dann vielleicht auch überprüfen, ob ich anderen Vertrauen schenken kann. Wenn ich das durchschaue mit vorteilbringenden Irrtümern und dann bin ich ja auch im Bewusstsein vielleicht schon ein bisschen höher, sodass ich mir dann auch wieder mehr vertrauen kann. Und dieser ganze Prozess Wechselwunsch. Ja, ich bringe noch kurz zu Ende, der ganze Prozess des Wissensschaffens ist auch gleichzeitig für mich dann ein Vertrauensstärkungsprozess, weil mit mehr Wissen kann ich auch mehr auf dieses Wissen vertrauen. Okay. Wechsel 4. Aber genau wenn ich die vorteilbringenden Irrtümer durchschaue und wie ich dann meine Praxis im Gesundheitswesen schließe, weil ich sage, ich kann es nicht mehr verantworten, Menschen chronisch krank zu halten, nur damit meine eigene Praxis wirtschaftlich überleben kann, bin ich dann nicht als Teil des Gesundheitswesens ausgestorben und überleben im Gesundheitswesen in der Evolution nicht nur gerade die, die diese Kritik an den eigenen vorteilbringenden Irrtümern nicht aufbringen, also die Selbsterkenntnis nicht aufbringen, und die überleben und verdienen weiter gnadenlos Geld auf Kosten des Restes der Menschheit, und ich sterbe ja, aus, weil ich verschwinde. Ja, Wechsel. Ja. Wechselwunsch, ja. Nee, weil wenn man, sag ich mal, ja selber in diesen vorteilbringenden Irrtümern lebt, ist man ja auch Opfer dieser vorteilbringenden Irrtümer. Weil wenn man das wirklich erkannt hat, dann kann man das, glaube ich, auch gar nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, das trotzdem an anderen weiterzu. Also es kommt dann ja darauf an, ob der Arzt sozusagen eigentlich weiß, dass die Chemo tödlich ist und sie trotzdem verabreicht oder ob er es nicht weiß und tatsächlich glaubt, er würde was Gutes tun und die Leute damit umbringt. Ich glaube, dass jetzt, ich meine, guck dir ja jemanden wie Öffi an, der hat einen gesunden Körper. Wer weiß, wenn Öffi jetzt irgendwie vielleicht nicht den Weg gegangen wäre und den vorteilbringenden Irrtümern, die selber praktiziert erlegen wäre, dann er ist ja nicht, also das kann ja sehr, gerade dieses Bewusstsein, was einen das durchschauen lässt und dieses Bewusstsein und dass man dann aus seinem Gewissen vielleicht auch seine Berufssparte oder sonst was aufgibt, stärkt einen oder kann einen, denke ich, in einem eigenen Bewusstsein so stärken, dass das auch wieder, sag ich mal, die körperliche der körperlichen Gesunderhaltung dienen kann. Und insofern sehe ich da total viel Potenzial auch für weiter leben, ne? Also sowohl geistig wie auch körperlich. Ich meine, Öffi hat ja auch einen Sohn und eine Familie hat er ja auch. Ne?
Ja, okay. Wechsel 4. Ja, ich denke, Fee hat sogar, glaube ich, zwei Kinder, wobei ich mich ja grundsätzlich gegen Kinder entschieden habe. Aber Fee hat zwei Kinder, insofern ist er biologisch in der Zukunft noch da. Ich werde nicht mehr da sein. Mein Bruder hat auch keine Kinder. Unsere Denkerfamilie stirbt aus. Und ich, aber das ist das entscheidende Argument, Janik, ich als Teil des Gesundheitswesens bin in dem Moment ausgestorben, wo ich meine Praxis schließe. Wechsel. Piep, piep, piep. Ja, wenn der Yannick jetzt nicht noch was weiter direkt dazu sagen will, Ja, immer erst also ich Wechsel mir 2 sagen. Wechsel 2, habe ich verstanden, ja. Wechsel 2, gut, ja. Also ich danke dir, Dylan. Das ist ein sehr schönes, spannendes Thema, was du da heute für die Sendung als Überschrift quasi formulierst. Kann der Mensch sich selbst überhaupt vertrauen? Und also ich will mal so anfangen. Diese Vertrauensfrage, der Yannick weiß das, also das ist sozusagen mein therapeutischer Ansatz für die fremdbesetzten Menschen. Bekannt ist das Beispiel ja, dass es die Psychotiker wären, Schizophrene, die mehrere Stimmen in sich haben oder irgendwelche Stimmen hören. Viele Menschen sind aber auch fremdbesetzt, weil sie eben unter Befehl stehen. Das muss gar keine Psychostimme sein, die bis in ihr Inneres kommt und sie dann von innen anspricht. Das können ja auch Stimmen von außen sein, die einfach sagen, du machst das jetzt hier, sonst gibt's den Knüppel. Und die funktionieren dann halt auf Befehl, auf fremdbestimmenden, herrschaftlichen Befehl, auf irgendwie manipulierenden oder unterdrückenden Befehl. Das reicht bis in die engsten Beziehungen, die oft nicht auf wirklicher Emanzipation der Menschen füreinander auch beruhen, sondern auf Machtverhältnissen, wo solche Fremdbestimmung sich abspielt. Und egal um welche Stimme es sich handelt, es gibt einen ganz tollen Weg zur Gesundheit. Der setzt natürlich voraus, jetzt bei einem Psychotiker oder Schizophrenen, dass er mental noch ansprechbar ist und dass er sich reflektieren kann und jetzt Argumente prüfen kann und wenn sie ihn überzeugen, sie auch in sich anwenden kann. Und dann ist nämlich meine Frage, die ich den Leuten stelle, wie würdest du denn Vertrauenswürdigkeit definieren? Was sind die Maßstäbe für Vertrauenswürdigkeit? Und da sehe ich drei Maßstäbe. Die sind so einfach und selbstverständlich, dass man sich fast schon wieder schämt, sie zu sagen. Sie werden aber von den Leuten nicht bewusst so gesehen und nicht angewendet. Nicht auf sich selber und nicht auf andere Menschen. Also, ich kenne eigentlich so gut wie niemanden, der sonst dieses Verantwortungsvertrauenskonzept so wirklich praktizieren würde. Und ich nenne mal diese drei Maßstäbe. Der erste Maßstab ist der andere Mensch, oder ich sage jetzt einfach mal die Stimme. Ist die Stimme für mich durchschaubar? Denn wen ich nicht durchschauen kann, der kann ja irgendwas mit mir vorhaben, irgendwelche dunklen Spiele. Also dann tappe ich ja völlig im Dunkeln und habe keine wirkliche Basis für Vertrauen. Also Durchschaubarkeit. Durchschaubarkeit alleine reicht aber nicht, wie man sich sehr schnell deutlich machen kann. Denn wenn ich zum Beispiel jemanden kenne, der mir Böses will, und der ist für mich vielleicht völlig durchschaubar, der kann im nächsten Moment kommen, mir alles rauben und mich erschießen wollen. Vielleicht steht er schon mit der Pistole vor der Tür. Dann ist er für mich absolut durchschaubar. Aber nicht vertrauenswürdig. Die Durchschaubarkeit seiner bösen Motive ist genau die Begründung dafür, warum ich ihm überhaupt nicht vertrauen darf. Das heißt, zur Durchschaubarkeit muss hinzukommen, dass der andere sich verlässlich nach Werten verhält, die ich als mir guttuend betrachte. Das aber alleine reicht für einen Menschen jetzt wie mich, der sich so reflektiert hat, dass er sagt, ich verschleiße mein Leben für irgendein Splitterbewusstsein, wenn ich mich nicht so in den Sinn des Ganzen einordne. Also wenn ich nicht erkenne, ich kann eins sein mit der Vernunft als solcher, mit dem, was im Ganzen sinnvoll ist. Also mit so einer Einstellung wie global denken, lokal handeln. Ich würde mich selbst für Ego-Splitterkram kaputt machen, wenn ich denken würde, etwas tut mir gut, womit ich der übrigen Welt schade oder eben was der übrigen Welt nicht auch gut tut. Das heißt, ich kann die drei Kriterien so benennen.
Ein anderer Mensch muss für mich durchschaubar sein und verlässlich Werten folgen, die mir gut tun. Und da mir nur die Werte gut tun, die auch der ganzen Welt gut tun, die der Welt gut tun. Das heißt, verlässlich, global denken, lokal handeln als Leitmaßstab, dann hat man eine rational begründete Vertrauensgrundlage. So kann man andere Menschen prüfen, so kann man die Stimmen prüfen, die in einem selber sprechen. Und jetzt kommt der Witz, weil ich stimme dir in einem ganz entscheidenden Punkt voll zu, Dylan. Und denen, die da sehr kritisch sind gegenüber dem Menschen und seinem eigenen Bewusstsein. Unser eigenes Bewusstsein ist für uns in dem Moment, in dem wir zum Selbstbewusstsein kommen, nicht durchreflektiert. Piep, piep, piep. Ja, ich mache dann an der Stelle Schluss und führe das andere dann bei der späteren Gelegenheit aus. Nur Yannick hat noch Zeit, die er natürlich auch zurückgeben kann für die nächste Runde. Dann Wechsel 3. Ich danke dir, Öffi, dass du das auch nochmal ansprichst. Ich hatte jetzt auch letztens eine Begegnung einer Siegessäule. Da hat dann jemand irgendwie gesagt, so prophezeiungstechnisch, also auch der heutige Tag, irgendwie, da soll irgendwas passieren oder sonst was. Und dann habe ich das auch aufgegriffen mit, ja, ist das denn durchschaubar? Und genau, also. Das ist das. Und noch zu dir, Dylan. Ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz richtig mitbekommen habe, was du jetzt noch gesagt hast, dass der Gesundheits, ich weiß nicht, was dann ausstirbt. Ja, weiß nicht, vielleicht können wir das gleich nochmal aufgreifen. Ja, insofern würde ich jetzt einfach mal dann auch meine restliche Zeit zurückgeben und dann können wir gerne die nächste Runde starten. Wechsel 4. Ja, genau das wollte ich aufgreifen, nämlich, dass ihr das nicht beantworten könnt, dass es eine Tatsache ist, dass ich aus dem Gesundheitswesen ausgestorben bin, in dem Moment, wo ich meine Praxis geschlossen habe. Dann hat nämlich ein anderer Psychotherapeut meine Patienten übernommen. Andere haben diese Lücke gefüllt und die haben nicht dieses Skrupel und nicht diese Selbsterkenntnis wie ich, sondern die sind völlig frei jeder Selbsterkenntnis. Ich kenne ja meine Mitstudenten sozusagen aus der Psychologie und so weiter. Und dadurch diese Frage. Sozusagen, und ich habe euch auch gleich die Lösung. Ich sage ja, dass die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination den Menschen so nimmt, wie er ist, nämlich fähig zur Selbsttäuschung und zum Irrtum, ja. Und dass ich zum Beispiel meine Praxis ja nicht hätte schließen müssen in der GDÖ-GDO-Kombi, weil ich dann für die Gesundheitsförderung und für das schnelle Gesundmachen belohnt geworden wäre, zum Beispiel die Leute anzuregen, in Kommunen zusammenleben, wo sie dann glücklich werden, die Depressionen verlieren, schnell gesund werden, aber meinen Kollegen im Gesundheitswesen keinen Profit mehr, im jetzigen Gesundheitssystem ja keinen Profit mehr gebracht hätten. Also noch einmal, die Frage an euch ist, könnt ihr ohne die GDÖ-GDO-Kombi, die ich verstehe, als den Wasserhahn zuzudrehen, aus dem die vorteilbringenden Irrtümer kommen, die die Menschen gemeinschaftsunfähig machen? Also, wenn ich jetzt als Psychotherapeut nach dem GDÖ-GDO-Kombi-Schlüssel bezahlt worden wäre, dann wäre mein Versuch, die Patienten gesund zu machen, indem ich sie in eine Kommune bringe, wo sie wieder richtig glücklich leben können, ohne Depression, wäre finanziell belohnt worden und ich wäre Teil des Gesundheitswesens gewesen und das gesamte Gesundheitswesen hätte sich Richtung Kommunenförderung entwickelt. Ja? Aber solange die Leute im Gesundheitswesen alle von der Krankheitsförderung leben, müssen sie natürlich das Hineinfinden von Menschen in Kommunen verhindern. Und ich sage, da gibt es eben leider nur die Lösung, dass wir erst einmal diese Produktion der vorteilbringenden Irrtümer beenden müssen durch die GWÖ-GWO-Kombi. Dann kriegen wir auch wieder eine Kommunenwelt hin. Wechsel. Ja, ich weiß nicht, wenn Yannick nicht direkt was auf der Zunge hat, könnte ich. Dann würde ich sagen, Wechsel 2.
Okay, du kannst gerne erstmal machen, Alfie. Okay. Also erstmal zur Ermutigung. Dylan, du bist noch nicht tot. Und das Schicksal der Entwicklung des Gesundheitssystems und der Welt ist noch nicht erledigt. Das heißt, nicht die Schließung der Praxis ist das Entscheidende, sondern die Wirkungsmacht der Konzepte, für die du dann die Praxis geschlossen hast und für die du dich jetzt engagierst. Und also ich glaube, dass sobald wir den Durchbruch schaffen, dass die Menschen sich die grundlegendsten Fragen überhaupt ehrlich und offen stellen, also auch die Frage, die wir heute haben, kann man sich selbst vertrauen? Sobald das geschieht, werden Lawinen ins Rollen kommen. Und ob es dann eine Kommune ist, in der noch mit der Wohlfühlstimme oder anderen Mechanismen gearbeitet werden muss, weil das ist ja sozusagen auch eine Krücke, wo man sagt, die Menschen handeln nicht aus Sinneinsicht einfach nach dem, was im Ganzen gut ist, was allem seinen rechten Platz und sein rechtes Maß gibt, sondern sie brauchen dafür ein kurzfristigeres Belohnungssystem, was sie sozusagen in diese Bahn bringt, weil die ganzheitliche Einsicht, Sinneinsicht es noch nicht bringt. Also egal, ob Kommunen mit Wohlfühlstimme oder Kommunen mit dieser ganzheitlichen Sinneinsicht, ich nenne es ja Vernunft-Identifikationslevel, Spirit-Identification-Level, als Weiterentwicklung von Post-Conventional-Level. Ja, also egal. Jedenfalls ist das der Zukunftsweg zu einer verantwortlichen Menschheit. Und er ist so einfach zu erkennen, eigentlich wie 2 und 2 ist 4. Nur die Reflexionsverweigerung stellt die Menschen hinter die Mauer oder in die Höhle, wie Platon sagen würde, dass sie nur eben schlechte Schatten wahrnehmen können, ohne die Wirklichkeit selber zu erkennen. Also, Glückwunsch. wie schaffen wir den Durchbruch? So, und da sage ich dann gleich was und setze fort, was ich in der ersten Runde gesagt habe, gebe aber gerne erstmal an den Dillen wieder ab. Ja, zu Platons Höhlengleichnis habe ich ja auch einen Song geschrieben. Ne? Wir sind alle wie jeder Mensch, der meint, in der Zelle zu sein und so weiter. Ja, die Selbsttäuschungswelten. Und jetzt versuche ich mal, weil Öffi jetzt die richtige Wende gemacht hat. Er sagt quasi, nein, ich brauche nicht unbedingt die Hilfsgruppe, Krücke der GWÖ-GWO-Kombi, dann, wenn ich so tief reflektieren kann und ihn schreckt dann auch nicht das Beispiel, dass ich ja im Gesundheitswesen ausgestorben bin, gerade weil ich diese Selbsterkenntnis hatte. Irgendwie berührt ihn das nicht, obwohl das mich als Biologe schockt, denn was ausstirbt, stirbt aus. Ne? Also für mich als Biologe ist das ein Horrorszenario, wenn die alle, die Gutes tun, eher tendenziell aussterben aus den entsprechenden Berufsständen und übrig bleiben die, die weiterhin Schaden anrichten. Dann weiß ich nicht, wie das gehen soll. Aber gehe jetzt mal da durch. Ich fange jetzt erstmal damit an, was sowieso mein Anliegen ist, nämlich die drei großen Regelkreise der Steuerung, der Fehlsteuerung der alternativen Szene, wo jetzt in Köln wieder Fridays for Future demonstriert hat. Ja? Das erste ist der Regelkreis der Waffensparten. Die Waffensparten, da ist es irgendwie so passiert, dass irgendein Mensch irrige Geschichten im Kopf hatte, egal woher, von angeblicher Gewalt, die zu der Zeit gar nicht mehr stattfand. Eine Gruppe hätte die andere nachts totgeschlagen. Und dann plötzlich haben die Leute ihn am nächsten Morgen gefragt, wo sie Steinäxte herbekommen sollten, könnten. Und da hat er die Idee bekommen, er könnte ja einen Waffenhandel aufmachen, wenn jedes Mal, wenn er die Geschichte erzählt, die Leute ihm Waffen abkaufen, kaufen. Und diese Waffenhändler haben auch die Linksradikalen und die Rechtsradikalen aufgehetzt, dass nur mit Gewalt gegen die Bösen da oben das Problem zu lösen sei. Und dadurch kam es zu gewaltsamen Revolutionen und dadurch haben die Waffensparten quasi die Alternativszene aufgehetzt zur Revolution von rechts außen oder zur Revolution von links außen. Beides manchmal sind Menschen gestorben und die Waffenhändler sind die einzigen, verdient haben. Wie könnt ihr diesem Regelkreis widersprechen? Gibt es den oder sehen wir das als naturwissenschaftlich da falsch? Wechsel. Ja, wenn es Jannik nicht drängt, mache ich dann weiter. Immer gleich Wechsel 2 sagen. Wechsel 2, genau. Ja, also zum einen
Natürlich berührt mich das, aber ich sehe dich eben nicht als ausgestorben, sondern im Gegenteil. Also, ich engagiere mich mit dafür, dass der Dylan in den Geschichtsbüchern der Zukunft oder im Schulunterricht für die Kinder der Zukunft erwähnt wird als derjenige, der aus den Naturwissenschaften das höchst entwickelte Reformkonzept für Menschen abgeleitet hat, die noch nicht aus dem der ganzheitlichen Sinneinsicht verantwortlich handeln. Also da Dylan sozusagen als die Spitze dieses Bereichs der naturwissenschaftlichen Ableitung von Reformkonzepten. Auf der anderen Seite, ich glaube eben, dass der Ansatz jetzt, um die Frage zu beantworten, die wir heute haben, kann der Mensch sich vertrauen und wie könnte er sich vertrauen? Da würde ich anders ansetzen. Viel grundlegender, nach meiner Wahrnehmung jetzt, als mit so einem ökonomischen Reformkonzept. Ich sagte schon, im Moment der Selbstbewusstwerdung ist uns unser Selbst und Bewusstsein nicht reflektiert. Wir erleben dann sozusagen einen Spiegelblick. Wir stellen fest, ah, ich denke, ich kann mich als Denkenden anschauen und ich habe einen Willen dabei. Ich kann auch was steuern. Also meine Beschreibung des Menschen ist dann im Moment der Selbsterkenntnis, ich bin, was ich von mir weiß und was ich aus mir machen kann. Also Erkenntnis und Wille. Also ein Blick in den Spiegel zeigt mir, das bin ich, diese Fähigkeiten habe ich. Aber sie sind in dem Moment ja total bruchstückhaft. Und ich habe kein reflektiertes Bewusstsein, was mein Erkenntnishintergrund, also meine Bewusstseinsweite oder Tiefe ist. Und ich habe bei meinem Willen kein Verständnis davon, inwiefern mein Wesenswille sich da auch ausdrückt. Also in dem Moment, wo ich das Selbstbewusstsein erlange, kann ich das oberflächliche Bewusstsein haben, ich bin ein Fußballfan und mein einziges Streben sollte danach gehen, eine Dauerkarte zu bekommen. Das ist möglich. Und ich teile auch, nicht nur, weil es die Wissenschaft so behauptet, sondern weil wir es im realen Leben an uns selbst einfach wahrnehmen können, dass wir nicht einmal bei einem Satz, den wir da sagen, das Ende in dem Moment schon bewusst wissen. Reflektiert schon sowieso nicht, aber auch nicht mal Piep, piep, bewusst. piep, piep, piep. Ja, an der Stelle kann ich weitermachen, wenn ich dann wieder die Zeit habe. Nur Jannik hat noch Zeit. Oder kann Ja, ich höre weitergeben. dir. Ja, ich gebe auch weiter. Wechsel 4. Ja, also was mir jetzt noch fehlte, ist sozusagen. Moment, da stimmt was mit der Uhr nicht. Eins, zwei, so. So. Was mir jetzt noch fehlte, ist das Eingehen auf den Waffenkreislauf. Also, wir sehen ja, in der Ukraine wird gerade wieder Krieg gespielt. Das heißt, wir sehen ja den Putin und all die anderen als Lobbyisten wider Willen, dass am eigentlich der Putin die Irrtümer der Waffensportler in seinem Kopf hat. Manche Probleme lassen sich nur durch Gewalt lösen und irgendwie auf jeden Fall dieses Problem, das da ist, dass die USA sich große Schutzräume gönnt und mir noch nicht mal den Schutzraum Ukraine gönnt, das löse ich jetzt mit Gewalt oder so, zum Beispiel, ja. Dieser Gedanke, dass Putin überhaupt in solchen Dimensionen von Gewalt denkt, und denkt, da sei eine Lösung. Da ist er quasi ein ferngesteuerter der Waffensparten, die so diese vorteilbringenden Irrtümer auch in seiner Kindheit in seinen Kopf eingehämmert haben. Und seitdem die Sowjetunion kaputt ist, die kommerziellen Waffenkonzerne der UdSSR, der Russlands, haben mit beigewirkt, in Putin und in seinem politischen Umfeld ein Denken zu wecken, das ihn jetzt Krieg für eine Strategie halten lässt. Was stimmt an diesem Kreislauf nicht, dass sowohl die Linksalternativen als auch die Rechtsalternativen aufgehetzte Lobbyisten wider Willen der Waffensparten sind, die als einzige von ihren vorteilbringenden Irrtümern profitieren, während die anderen nur Lobbyisten wider Willen
also quasi Agenten oder Marionetten der Waffensparten sind, wenn sie als Linksradikale Revolution rufen und die Rechtsradikalen Waffen horten für die Revolution, gegen dass am Ende die Links- und die Rechtsalternativen da nur Lobbyisten wider Willen, Marionetten der Waffensparten sind, die als einzige daran verdienen, wenn es wieder zu einer Revolution kommt oder zum Krieg wie bei Putin. Könnt ihr das akzeptieren von der Naturwissenschaft oder widersprecht ihr dem Wechsel? Ja, Wechsel 2, wenn dem Janik nichts auf der Seele drängt, dann mache ich weiter. Ja, ich glaube, das Erwachen zur Verantwortlichkeit geht anders, oder ich drücke so aus, es gibt eine andere Schiene, eine andere Variante, wie man zu einer Verantwortlichkeit wach werden kann, die dann sagt, was ich mit dem Friedenscamp, mit meiner Aktion Sturm des Kanzleramtes und auch bei dem Besuch von der Rita Süssmuth bei uns da im Friedenscamp, was ich als entscheidende Weichenstellung ja ansehe für eine vernünftig verantwortliche Menschheitsentwicklung. Wir müssen die Logik des Rechts des Stärkeren, des äußerlich Stärkeren, der sich mit Gewalt, militärischer Gewalt, Korruption, Manipulation, Willkür, Lobbys, Geld durchsetzt. Das müssen wir durchbrechen durch eine neue, problemlösende Weise des Miteinandersprechens, des Gehens nach den besten Argumenten für alle oder fürs Ganze. Das ist die entscheidende Weichenstellung, die ich da sehe. Und den Weg dahin, das werde ich dann gerne gleich weiter beschreiben, aber gerne erstmal der Dillen. Wechsel 4. Ja, nur eine ganz kurze Nachfrage eben. Für mich widerspricht, sprecht, könnt ihr dem widersprechen? Irre ich mich, wenn ich sage, dass die russische Oktoberrevolutionäre Marionetten der vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten waren, als sie die gewaltsame Revolution angezettelt haben und die russische Zarenfamilie erschossen haben? Wechsel. Ja, Wechsel 3. Kurz. Ja. Ich sag mal ganz kurz. Ich weiß es gerade nicht, Dylan. Also das ist jetzt meine Antwort, weil ich bin vielleicht auch konzentrativ gerade nicht so sehr gut dabei. Ich kann diese Frage gerade nicht so gut beantworten. Das ist jetzt gerade meine Antwort. Und ich würde an Öffi, oder was heißt an Öffi weitergeben? Ich würde jetzt wieder Wechsel sagen und dann auch wieder an den nächsten weitergeben. Ja, Wechsel 2. Natürlich ist das ein Irrtum. Es ist ein Irrtum, weil sie die Waffengewalt zur Durchsetzung verwenden, ohne das Miteinander denken, Argumente prüfen, also den Weg der Argumentekultur nicht erst ausgereizt haben, soweit wie es geht. Nicht bei sich selbst, nicht im Umgang mit der Zarenfamilie, nicht im Umgang mit dem Volk und so weiter. Dahinter stehen ja auch Ideologien. Also die Ideologie des Sozialismus oder Kommunismus im Sinne von Marx, Lenin, eigentlich ist es nicht Kommunismus, sondern es geht immer um die sozialistische Zwischenstufe, die sagt, eine Elite, Theoretiker-Elite, kann das Ziel der Wirtschaftsentwicklung sehen, den kommunistischen Endzustand, wo Staat und Geld dann sogar verschwinden und alle ebenso einfach sinnvoll teilen und es nur noch ein Verwaltungs- oder Verteilungsproblem wie die Post. Aber auf dem Weg dahin sieht die Linie der sogenannten kommunistischen Internationale mit Marx, Engels, Lenin und so weiter, sieht das als eine Entwicklung, wo die Massen noch nicht so einfach für tauglich sind, noch nicht reif für sind. Und deshalb braucht es die Diktatur des Proletariats im Sinne eines Kaders, einer Partei, die die Macht ergreift und die Feinde mit Gewalt beseitigt und das eigene Volk so erzieht, dass es dann kommunismustauglich wird. Das ist die sozialistische Zwischenstufe. Wechselwunsch. Ist aus meiner Sicht alles ein großer Irrtum. Und warum und wie man mit den Menschen anders umgehen kann und sollte, das erkläre ich ja aus meinem grundsätzlichen Zugang, den ich dann fortsetze, wenn der Dylan aber gerne erstmal seinen Einwand oder seine Frage sagen kann. Ja, ich sehe ja sehr wohl, dass wir in vielem durchaus ja uns nicht viel unterscheiden, dass Öffi mir ja auch
in vielem durchaus zustimmt. Aber jetzt muss ich den zweiten Regelkreis mal nennen, denn du hast ja jetzt damit angesprochen, in der russischen Revolution war noch viel mehr Ideologie, also noch viel mehr aus meiner Sicht vorteilbringende Irrtümer, ist ja nur ein anderes Wort für Ideologie, ja? Waren da noch mehr drin als die der Waffenindustrie. Also Gewalt, von wegen Gewalt ist gut. Ja, aber du hast es ja eben angedeutet, dass man eben dachte, man müsse die sogenannten Feinde, wieso hat man überhaupt an Feinde gedacht? Der Gedanke stammt schon aus der Waffenindustrie, dass man die einen in Feinde und die anderen in Freunde grenzt. Aber jetzt noch mal zu dem, ich gehe erst jetzt noch mal, ich mache extra mal jetzt einen Umweg. Ich gehe erst mal auf den zweiten großen Regelkreis in der alternativen Szene hin. Die Sparten innere Sicherheit. Gefängniswärter, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Anwälte. Alle leben sie davon, dass die Wahrscheinlichkeit von der sogenannten Prozessvermehrung, je mehr sich Menschen glauben, dass sie andere als Verbrecher erkennen und sie dann anklagen, desto mehr Profit für alle diese beteiligten Sparten. Und die verbreiten die Grundlage der sogenannten Verschwörungstheorien, nämlich die da oben sind böse und haben sich gegen die Menschheit verschworen und die müssen wir vor Gericht stellen, Frau Merkel muss vor Gericht gestellt werden und so weiter. Dann kommt es entweder zu Rechtsstreitigkeiten, weil diese Verschwörungstheoretiker angeklagt werden der Rufschädigung, der üblen Nachrede, der Verleumdung und so weiter. Dann profitieren sie. Oder es kommt tatsächlich dazu, dass die Verschwörungstheoretiker Prozesse anstrengen gegen Frau Merkel und was dann auch wieder Gerichte beschäftigt und damit wieder Umsatz- und Karrieremöglichkeiten eröffnet. Ist dieses Modell falsch, der Erklärung der rechtsradikalen Verschwörungstheorien, dass hier die Sparten innere Sicherheit die alternativen Gruppierungen instrumentalisiert haben, Gehirn gewaschen haben, mit ihren Vorteilen, mit geringen Irrtümern, sie in Lobbyisten wider Willen verwandelt haben und deswegen die Rechtsradikalen überall reden, da oben böse, die bösen Juden da oben, die sind die Strippenzieher, die uns allen schaden wollen. Piep, piep, piep. Ja, Wechsel 2 dann, wenn Ja. Yannick nichts sagen will. Ja, ich glaube, da zeigt sich jetzt nach meiner Wahrnehmung eine gewisse Engführung in deiner Argumentation, Dylan, weil ich glaube, Feinde haben die Menschen erlebt von Anfang an. Und das waren nicht nur Manipulationen durch eine Waffenlobby oder eine Sicherheitslobby, die den Menschen da diese Irrtümer eingeredet hätten, sondern da sitzt ganz tief in uns Menschen eben die Möglichkeit drin, dass wir sogar in einer Weise, die nicht mehr durch Naturmechanismen, ob Instinkt oder wie man es nennen will, gebändigt sind. Also im Unterschied zu den Bonobos beispielsweise, beziehungsweise überhaupt den höheren Primaten da, den Menschenaffen, ist da eine große Unberechenbarkeit, was bei uns Menschen als Verhalten rauskommt, also welcher Reiz welche Reaktion auslösen kann und so weiter und auch zu welcher Gier und Feindseligkeit und Gewalt wir untereinander fähig werden können. Also ich glaube, das hat vielfältigere und tiefer sitzende mögliche Ursachen. Aber ich will vor allem eben mal drauf hinaus, woran liegt dieser Wirrwarr? Woran liegt der Mensch so als unberechenbares Wesen oder in sich selbst sogar unbewusst und fremdgesteuertes Wesen? Ich sagte schon, im Moment der Selbstbewusstwerdung kann er sich so wahrnehmen dann als ein Fußballfan, der nichts anderes weiß als Fußball ist mein Leben und mein wichtigstes Ziel ist die Dauerkarte. Er hat dann wahrgenommen, hey, ich bin das, der da denkt, ich habe Bewusstsein und ich habe einen Willen, mit dem ich mich selbst so steuern kann, aber er hat kein höhergeistiges Bewusstsein von sich und seiner Willensorientierung als Fußball ist das Leben und die Dauerkarte. Und ich fügte schon hinzu, in dem Moment, wo wir nur uns bewusst werden, also als Selbstbewusstsein, wir haben diese Erkenntnisfähigkeit, wir haben einen eigenen Kopf, wir haben einen eigenen Mund, wir haben einen eigenen Willen. In dem Moment, wo wir das an uns wahrnehmen, sind wir nicht einmal imstande, das Ende eines jeden Satzes, den wir sprechen, zu wissen. Geschweige denn, da irgendwas durchreflektiert zu haben. Und da liegt ein großer Schlüssel. Wir sind für uns am Anfang eine fremde Stimme.
Und damit liegt eine ganz andere Vertrauensproblematik dann auch auf dem Tisch. Dazu sage ich mehr, wenn ich dann wieder dran bin. Ja, nur noch Janik hat Konto. Willst du weitergeben oder nutzen? Ich gebe weiter. Wechsel 4. Ja, zum Beispiel ich als Naturwissenschaftler kann der Idee des Feindes überhaupt nichts abgewinnen. Warum? Warum nicht? Weil es absurd ist, die Idee des Feindes. Die beste Jägerin in der Löwengruppe. Wenn ich die als Feind erkläre und umbringe, wie bei der Russischen Revolution, dann habe ich quasi die ganze Gruppe dem Verhungern ausgesetzt. Dann werden nämlich alle verhungern, denn wenn die beste Jägerin der Gruppe fehlt, dann werden alle nicht mehr satt und alle verhungern. Ja, das heißt also, warum sollen bestimmte Teile einer Menschensozietät, einer Löwensozietät, einer Bonobo-Sozietät, einer Savannen-Bonobo-Sozietät überhaupt als Feinde erklären? Erschließt sich mir als Naturwissenschaftler überhaupt nicht, es sei denn, ich will die Waffensparten zu Profiten, den Waffensparten zu Profiten verhelfen, weil sie an der Tötung der sogenannten menschlichen Feinde verdienen können. Wechsel. Also widersprecht mir, sagt mir, wo das Irrtum ist. Ja, wenn du willst, Wechsel 2. Ja, der Irrtum an der Stelle ist für mich darin, dass man bei den Tieren vielleicht sagen kann, ein Feindbegriff in dem Sinne ist nicht sinnvoll, weil die Tiere handeln nach Verhaltensmechanismen, die im Ganzen zur Erhaltung der Art oder vielleicht sogar des Gesamtbiotops, sage ich jetzt mal, programmiert sind. Das heißt, Wechsel auch wenn sie ruhig. töten oder ja, auch wenn sie töten oder irgendetwas machen, kann man sagen, das ist eben so in die Naturzweckmäßigkeit eingeordnet. Bei Menschen allerdings ist es möglich, dass wir da so ausscheren, dass wir Gewalt oder Zerstörung oder maßlose Gier anwenden, die die Menschheit und das Natursystem ruinieren könnte. Insofern haben wir eine Dimension von möglicher Feindseligkeit oder Feindverhalten, was man nicht übersehen kann. Wechsel 4. Ja, erstmal der Gedanke, Erhaltung der Art ist der größte Fehler, der mal in den Anfängen der Biologie gemacht wurde, ist aber seit Jahrzehnten bekannt als der größte Irrtum in der Biologie, einer der größten Irrtümer. Denn es geht immer nur darum, die eigene DNS in die Zukunft zu bringen über eigene Familienmitglieder. Niemals ist ein Lebewesen an einer Art interessiert. Eine Art gibt es für die Löwin nicht. Die Löwin jagt für sich und für seine Kinder und füttert aber natürlich ihre Schwestern mit und natürlich kriegt auch der Löwenmann, der das ganze Rudel davor schützt, gleich, dass die Babys gleich wieder getötet werden, der kriegt natürlich auch am Essen ab, ne? Aber der Grundgedanke ist, die Gewalt, die Öffi ja richtig beschreibt, die ist alle ein Folgeprodukt der Erfindung des Tauschhandels, also damit des Beginns des kapitalistischen Systems. Und ohne das gibt es diese Irrationalen oder diese Gewalt nicht. Und wir müssen ja, wenn wir die Welt gesunden wollen, auch den fähigen Leuten die Fähigkeit wieder zuschreiben, anders zu werden. Weswegen es unsinnig ist, sie als Feind zu behandeln. Also nochmal meine Frage, irre ich mich, wenn ich sage, nein, wir dürfen niemanden als Feind erachten, weil wir ja, wenn wir die Welt heilen wollen, wollen wir ja auch die Mächtigen heilen. Und dann dazu hat es doch keinen Sinn, sie umzubringen und als Feind zu behandeln, sondern wir wollen sie umdrehen zum gesunden Leben und wieder nutzen und zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft machen und ihre Fähigkeiten zu unserem Nutzen nutzen. Oder irre ich mich da? Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja, der Irrtum darin liegt in der Ausschließlichkeit, weil es ist weder eben,
die Waffenlobby-Manipulation, noch auch der Tauschhandel. Also du selbst hast gesagt, es kann bei den Bonobos vorkommen, dass da jemand so Art, Stammes, wie auch immer schädigend sich verhält, dass einige Frauen sich zusammentun und ein so ausscherendes Bonobo-Wesen töten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass da eine Art von in Anführungszeichen Feindseligkeit wahrgenommen wird, die so dem gemeinsamen Wohl oder der Überlebensmöglichkeit entgegensteht, dass man da mit Gewalt einschreitet. Wechselwunsch? Aber, ja, bitteschön. Ja, vollkommen richtig. Das wird es auch bei Menschen immer geben, diesen kleinen Prozentsatz, der auch bei den Bonobos zur tödlichen Ausschließung von missratenen jungen Männern zum Beispiel häuft. Meistens sind es missratene junge Männer. Das liegt an der Genetik der Männer. Die Männer sind Experimente der Natur. Deswegen gibt es da auch viele missratene. Frauen sind konstanter, das liegt an den XX-Chromosomen und dem unstabilen Y-Chromosom, das wir Männer haben. Aber eine Revolution, die ganze Millionen von Reichen sozusagen tötet, geht weit über diese seltenen Ausnahmen hinaus. Und das ist das ja, was ich kritisiere als Vorteil, eigentlich Umsetzung der vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten, von denen ausschließlich die Waffenspartler profitieren. Oder wo irre ich mich da? Also es geht um die Menge. Das, was bei den Bonobos ganz selten ist, war ja in der Revolution alltäglich. Wechsel. Ja, hat der Janik was gesagt oder sonst mache Nee, ich? hat jetzt, glaube ich, nicht geäußert. Okay, Wechsel 2. Ja, also ich rede nur davon, es gibt diesen weiteren Begriff von Feindseligkeit. Und beim Menschen ist diese Dimension, dass er sich in einer unberechenbaren Weise verhalten kann, die andere einfach für eigene Vorteile wegradieren will, die sich auch nicht schert darum, ob man es jetzt Art nennt oder wie auch immer. Du hast ja selbst auch das Beispiel beschrieben, es gibt Superorganismen, wo die einzelne Ameise, auch wenn es über den DNS-Fortpflanzungsmechanismus läuft als Begründungsschiene, sieht, okay, ich kann mich hingeben, die einzige Fortpflanzerin ist die Königin und dann funktionieren alle diese Wesen wie ein Organismus. Und wir hatten in einer Vorsendung schon die Frage, ist es eine mögliche oder sinnvolle oder sogar notwendige Perspektive, dass die Menschen sich verstehen wie Zellen im Organismus der Welt? Also wir Ja, werden Wechselwunsch, sozusagen Wechselwunsch. zum Superorganismus des Kosmos. Also erstmal Gaia ist verbreiteter die Idee, aber man könnte auch sagen, das Kosmos. Wir bringen den Kopf oder die Intelligenz in die Schöpfung, wo ich sage, egal was die Wissenschaft sagen, wir stehen vor der Notwendigkeit, dass es so sein muss, wenn es nicht zerstörerisch ausgehen soll. Wechsel, Gebe ja. ab. Wechsel 4. Ja, nur ganz kurz dazu. Wenn die einzelne Ameise ein Säugetier wäre wie wir Menschen, dann würde sie sich gegen die Königin wenden. Irre ich da? Wechsel? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir offensichtlich andere Dimensionen von Kollektivverhalten haben, einzelner Wesen. Und bei uns Menschen muss es nicht so sein, dass wir keine Fortpflanzungsfähigkeit mehr haben. Es kann eben sein, dass wir eine andere Verantwortungssteuerung aufbringen können. Genauso wie wir andere Zerstörungsmotive und Zerstörungswerkzeuge und Waffen freilegen können. Es ist einfach logisch nicht bestreitbar, dass wenn wir zu diesen technischen und willkürlich einsetzbaren technischen Zerstörungsmöglichkeiten nicht eine steuerungsfähige Verantwortungsorientierung bekommen, dann explodiert das Ganze in schlechter Weise. Das heißt, es ist eine logische Notwendigkeit guter Weiterentwicklung anzunehmen, wir können uns als so ein Verantwortungsorganismus erfassen. Wie wir das können, beschreibe ich gleich weiter, wenn ich den Umgang beschreibe, wie wir innerlich mit der anfangs fremden Stimme von uns selbst umgehen können. Wechselwunsch? Gern. Ja, Wechsel 4. Ja, also ich halte noch mal fest, dass aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht, wenn die Ameise Säugetiergene hätte, würde sie sich gegen die Königin stellen und nicht für sie aufopfern, weil sie nämlich
keine arterhaltende Tendenz hätte, sondern und auch keine welterhaltende Tendenz, sondern immer nur die Tendenz, eigene Familien, also eigene Gene durch eigene Familienmitglieder in die Zukunft hinein zu platzieren, wozu natürlich auch in einer gesunden Gesellschaft ohne Kapitalismus auch eine Welterhaltung gehören würde. Aber die erst einmal wäre das natürlich aber dazu müsste man eben den Kapitalismus durchschauen, und das schaffen die Menschen halt nicht. Wechsel? Piep, piep, piep. Ja, Wechsel 2. Also ich halte erstmal fest, denn natürlich sind wir völlig einig, ne, dass man im, ob jetzt russische Revolution oder wo auch immer, wo Gewalt in stärkerem Maß angewendet wird, dass es zur menschlichen Kulturstufe gehören müsste, wenn er sich verantwortlich und gut entwickeln will, dass wir erst die Argumentekultur ausreizen, bevor wir irgendwie auf die Idee kommen, andere Mittel anzuwenden. Also die denkenden und sprechenden Tiere sollten erstmal durch Denken und Sprechen ihre Probleme und Konflikte zu lösen versuchen. Das muss ausreichend geschehen, damit diese Steuerung eine Verantwortungssteuerung werden kann. Also wir Menschen haben anders als die Ameisen eben wirklich ein riesiges Potenzial zur unberechenbaren, willkürlichen, gierigen Gewaltanwendung. Wir haben das Potenzial zur Weltzerstörung. Und deshalb brauchen wir einfach logisch betrachtet, ganz egal, wie weit die Evolutionsforschung das schon rausgekriegt hat oder nicht, oder vielleicht kriegt es auch nie raus, wir brauchen es trotzdem, dass wir Piep, für diese piep, piep, Entwicklung eine piep, piep. entsprechende Verantwortungssteuerung brauchen. Wie wir die kriegen, erkläre ich am Umgang mit der inneren Stimme dann, wenn ich das nächste Mal die Zeit dafür habe. Ja, Wechsel 3. Ich sag dann mal, also danke. Also ich sag mal, ich höre interessiert weiter zu und gebe dann ab und wir können die nächste Runde beginnen. So, Wechsel 4. Also, ich glaube, dass wir mit diesen drei Kreisläufen an der entscheidenden Stelle sind. Also der dritte Kreislauf ist der, den ich das letzte Mal schon genannt habe. Also die Alternativszene wird gebeutelt von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspaten, die den Aberglauben verbreiten, der Mensch kann mehr und ist besser, als er tatsächlich ist. Und das führte ja dann auch in der Sowjetunion zu dem Glauben, man müsse den Menschen erstmal zum sozialistischen Menschen hin bilden und entwickeln. Ja, und dieser Irrtum der Sozialspaten führt dann zu Gesellschaftsexperimenten, die in diese Richtungen führen. Das führt zum Scheitern. Denn die Sozialspaten profitieren durch Armenvermehrung, durch A Vermehrung von Arbeitslosen, Obdachlosen, Drogenabhängigen und so weiter. Also durch Armenvermehrung profitieren Sozialspatler. Und deswegen verbreiten sie diese Idee, der Mensch kann mehr und ist besser, als er tatsächlich ist. Das führt zu Gesellschaftsexperimenten, die auf diese Ideen hereinfallen. Dadurch scheitert die Gesellschaft, es kommt zu mehr Armen und die Sozialspatler sind die einzigen, die als Parasiten profitieren, und die linksextremen Gruppierungen, die also diesen Aberglauben von den Menschen aufgegriffen haben, sind die Lobbyisten wider Willen, sind die Marionetten der Sozialspaten, und wissen gar nicht, was sie da tun, indem sie da linksalternative Thesen heraushauen, sozusagen. Und der zweite Weg, Regelkreis, war eben der mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sparten innere Sicherheit, die durch Prozessvermehrung profitieren und dadurch die Leute alle aufgehetzt haben zu dem Gedanken, oh, da oben, da sind ganz viele, nicht nur wie bei den Bonobos ab und zu mal ein missratener junger Mann, der aggressiv und böse ist, ja, und der getötet werden muss, sondern ganz häufig sind die da oben böse und haben sich alle verschworen, all diese Bill Gates, und haben sich alle verschworen, und die müssen wir jetzt entweder alle umbringen, und dafür brauchen wir Waffen, oder wir müssen sie eben wie im Sinne der Sparten innere Sicherheit vor Gericht bringen und so weiter. Und dann kommt es zu Prozessen eben wegen
Verleumdung auf der einen Seite und wegen und so Anklagen an Bill Gates auf der anderen Seite, was ja tatsächlich stattgefunden hat. Dr. Füllmich ist ja angetreten, um all die Verschwörer vor Gericht zu stellen, ja, und hat dafür 1.000 Euro pro Person bekommen von vielen, vielen Leuten, die darauf gehofft haben, dass es zu einem solchen Gerichtsprozess kommen würde. Und der dritte Regelkreis ist eben der von den Waffensportlern. Das geht ja Hand in Hand, die eben sagen, ja, die Menschen sind so böse, dass Waffen eben ein notwendiges Mittel sind, um wieder korrigierend einzugreifen in die Welt. Und ihr Revolutionäre von rechts und links und ihr Sonstigen kauft bei uns Waffen, denn ihr braucht das, der Mensch ist halt so. Und insofern, diese drei Großgruppen, diese drei Sparten haben aus naturwissenschaftlicher Sicht das Denken, und ich schätze ja, wie hochentwickelt oft das Denken in der alternativen Szene ist bei Öffi, ja, wunderbare Bildung, aber es fehlt der entscheidende letzte Schritt zu erkennen, wo man noch Lobbyist wie der Willen, zum Beispiel der Sozialsparten, der Sparten innere Sicherheit oder der Waffensparten ist, wenn man bestimmte Alternativkonzepte noch glaubt, so wie ich damals noch geglaubt habe, dass das, was ich im Studium über Gesundheit und Krankheit gelernt habe, dass das Wahrheiten seien, in Wirklichkeit waren es nur Irrtümer. Also irren wir Naturwissenschaftler uns, wenn wir diese drei Regelkreise als die gedankliche Ursprungsquelle des meisten alternativen Denkens ansehen, den Regelkreis der Sozialsparten, der Sparten innere Sicherheit und der Waffensparten. Wo irren wir uns da? Wechsel! Ja, Wechsel 2 gerne. Ja, ich beschreibe mal einfach, was die Wurzel ist für die Manipulierbarkeit des Menschen und wie er im Umgang mit der inneren Stimme aus der Manipulierbarkeit insgesamt rauskommen kann. Und ich setze fort, wo ich schon war. Man schaut in den Spiegel, sieht sich, dass man erkennen und wollen kann. Das kann ein totales Splitterbewusstsein sein, wie der Fußballfan, der nur die Dauerkarte will. Und es ist auf jeden Fall ein Zustand, wo man in einem Fluss des Bewusstseins ist, wo man nicht das Ende eines Satzes weiß, den man spricht. Dieses Phänomen ist ja auch in der Psychologie und der Wechselwunsch, nur ganz Evolutionspsychologie, kurz. ja. Ja, nur ganz kurz. Also das heißt, du hast eine andere Erklärung für das Verantwortungslose des Menschen und seine Selbsttäuschungstendenzen als wir Naturwissenschaftler, die nur die Erfindung des Tauschhandels als die einzige Ursache für die massenhafte Ausbreitung der Irrtümer ansehen. Und jetzt erklär nochmal, wie diese andere Erklärung jetzt aussieht. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Und ich sag mal ganz frech dazu, ich bin immer wieder fasziniert, weil das, was ich jetzt beschreiben werde, ist aus meiner Sicht eigentlich total simpel. Also man kann sich nichts drauf einbilden, diese Gedanken zu denken. Sie werden aber nicht gedacht. Sie werden noch nicht mal gedacht jetzt von den Professoren, auf die ich jetzt eingehe, der Psychologie und der Evolutionspsychologie. Ich glaube, Haidt, also jetzt so geschrieben zumindest, wahrscheinlich Englisch gesprochen, heißt einer der Evolutionspsychologen, die eben dann sagen, unser rationales Bewusstsein ist gar nicht entscheidungs- und orientierungsfähig. Wir haben aus dem Bauch oder dem Unterbewusstsein heraus immer schon entschieden. Und dann hinterher kommt sozusagen unsere Vernunft hinzu und versucht das zu rationalisieren. Also dem jetzt irgendwie eine möglichst auch begründbare Gestalt zu geben. Das kann auch so sein, weil, wie ich sagte, wir wissen nicht an das Ende eines Satzes, den wir sprechen. In der konkreten Entscheidungssituation kann das so sein. Aber es ist viel zu billig, dann zu sagen, okay, also lassen wir es halt. Wir können halt mit unserer Ratio oder unserem denkenden Bewusstsein können wir uns nicht richtig programmieren. Wir sind ja schon anders programmiert. Der Eindruck kann entstehen in der konkreten Einzelsituation. Der Eindruck kann entstehen, wenn ich schaue, ich weiß nicht das konkrete Ende meines Satzes. Ich bin im Fluss. Aber gibt es eine Weise, diese innere Stimme von mir oder dieses innere angetrieben werden? Gibt es eine Weise, dass ich aus dieser am Anfang noch unbekannten und fremden inneren Stimme meine Stimme mache? Und dass ich mich so von innen her gestalte, dass künftig ich voraussagen kann, wenn die und die Situation kommt, vielleicht entscheidet mein Unterbewusstsein und mein Bauch, aber es ist so programmiert, auch durch mein bewusstes Vordenken,
Dadurch, dass ich mir Maßstäbe gesetzt habe und ein Lebens- und Sinnkonzept erarbeitet habe, dass ich sagen kann, ja, und das funktioniert dann so, wie es jetzt auch meinen Maßstäben entspricht. Die fremde Stimme, die vielleicht am Anfang unberechenbar war, wird zur reflektierten und berechenbaren Stimme. Gibt es diese Möglichkeit des Menschen, sich so innerlich auszuarbeiten? Und ich behaupte, ja, die gibt es. Und es hat einen ganz einfachen Mechanismus, um sich innerlich aufzuschließen. Man muss nur die eigene Stimme genauso auf Vertrauenswürdigkeit prüfen, wie man es mit irgendeiner äußeren Stimme tun würde. Mit der Stimme, die in der Schizophrenie vielleicht spricht oder einem fremden Herrscher, der zu einem sprechen will. Man prüft die eigene Stimme. Ist sie vertrauenswürdig? Oder wodurch würde sie vertrauenswürdig? Und dann kommt man zum Ergebnis. Ja, bitteschön. Ja, bevor du weitersprichst, fasse ich mal mein Zwischenresümee für jetzt zusammen. Also ich würde sagen, erfreulicherweise ist Öffi kein Opfer der Waffensparten, denn er neigt nicht dazu, ein Lobbyist der Waffensparten zu sein, wider Willen. Er ruft nicht zur Gewalt auf. Sehr erfreulich, positiv. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob er nicht doch ein bisschen Opfer der Sparten innere Sicherheit ist, weil er sieht irgendwo noch Feinde unter Menschen, die ich gar nicht sehen kann. Und ich fürchte, er ist noch Opfer der Sozialsparten, weil er noch denkt, man könne den Menschen besser machen, als er ist, sodass er dann in der sozialen Marktwirtschaft trotz der Fehlanreize trotzdem Gutes tut. Und da glaube ich, dass er da noch ein ganz kleine Reste an Opfer hat. Piep, piep, piep. Also Wechsel 2, ja? Ja, Wechsel 2, gerne. Also ich mache erstmal in einem ganz kurzen Schlenker klar, wie der Mensch dazu kommen kann, nicht mehr manipulierbar zu sein. Also er erkennt, die eigene Stimme kann eine fremde und unberechenbare Stimme sein. Wenn er jetzt in der Lage ist, diese einfache Vertrauenslogik anzuwenden, die ich ja schon erklärte, dann kann er sagen, okay, ich schaue jetzt auf meine eigene Stimme, ist sie durchschaubar? Ist sie so handelnd, dass sie mir wirklich gut tut, was gegen kurzsichtige Suchtinteressen sprechen würde, die vielleicht aus mir heraus wollen? Und da ich nicht nur Splitter-Egoismen als vertrauenswürdig ansehen will, sondern Gesamtverantwortlichkeit, also global denken, lokal handeln, ist meine innere Stimme in der Weise vertrauenswürdig. Oder nächster Schritt, kann ich sie dazu machen? Und wenn ich sie dazu machen würde, ich bleibe nur bei der direkten logischen Schlaufe, dann würde dann natürlich herauskommen, hey, ich habe diese Vertrauenslogik, Durchschaubarkeit, Werte, die mir gut tun, Werte, die der Welt gut tun, habe ich auf mich angewendet. Auf jeden Fall muss ich ja diese Vertrauensmaßstäbe jetzt auch in alle Richtungen um mich herum immer anwenden, damit ich da nicht wieder von irgendwelchen missbräuchlichen, fremdbestimmenden Stimmen in die Irre geführt werde. Und ich behaupte, dieser Schlüssel zieht. Das heißt, wenn wir wirklich dann so gründlich und gut wie möglich alles durchdenken, unter dem Gesichtspunkt, ist es vertrauenswürdig Piep, durch piep, piep, Durchschaubarkeit, piep, durch piep. Werte, die mir gut tun und Werte, die der Welt tun, durch Einhaltung von global denken, lokal handeln, indem ich das so gut wie möglich reflektiere und zur Lebensorientierung mache, bin ich raus, zumindest so weit wie Menschen möglich, aus der falschen Manipulierbarkeit. Gebe ab. Ja, nur Jannik. Ja, Wechsel 3. Ja, sehr interessant. Ich finde das jetzt schön, auch nochmal zu hören von dir, Effi. Und bin als Zuhörer weiter mit dabei und gebe dann auch ab. Wechsel 4. Ja, also die Waffensparte, das trifft für Öffi nicht zu, können wir erfreulicherweise streichen. Aber der Gedanke, ich bin mir nicht sicher, ob die Sparten innere Sicherheit nicht Öffi auch ein Stück manipuliert haben in die Richtung, also mit ihren vorteilbringenden Irrtümern gefüllt haben, die wir ja auch als Killerviren des Geistes bezeichnen, ja, als infizierende Viren, nämlich diese Idee, da gibt es nennenswerte Menschenmengen, die sich verschworen haben gegen andere Gruppen der Gesellschaft.
Und das ist, da habe ich ganz wichtige Sendungen die letzte Zeit gemacht, nämlich, dass nur der schlecht angepasste an den Kapitalismus sich verschwört gegen andere Menschen. Der gut angepasste, der glaubt einfach, dass diese neue Chemotherapie das Wundermittel für die Menschheit sei, und der irrt sich einfach, und deswegen überzieht er die ganze Menschheit und bringt Millionen von Krebspatienten um mit diesem neuen Krebsmedikament, das Millionen kostet, pro Dosis 1 Million kostet, weil er wirklich glaubt, was er da erfunden hat, sei der Retter der Menschheit vor Krebs, ja. Und der, also quasi der, der wirklich seine Irrtümer glaubt, der ist der gut angepasst an den Kapitalismus. Der mu muss sich nämlich nicht verschwören. Während der Verschwörer verschwört sich mit anderen, da kann es zu Prozessen kommen mit Kronzeugenregelungen und so weiter. Und am Ende landet er im Gefängnis, weil er sich verschworen hat, der Menschheit ein zum Beispiel problematisches Medikament ohne sorgfältige Prüfung zu verkaufen. Während der andere glaubt, die Prüfungen wären positiv und sich irrt und aus dem Irrtum heraus dann nicht bestraft werden kann, weil er ja nur sagen kann, ich war in dem festen Glauben, dass dieses Medikament, dass die Prüfungen alle korrekt gewesen sind, und deswegen habe ich das guten Gewissens verkauft. Dass ich dabei Milliarden verdient habe, ist ja nicht schlimm. Das ist halt Marktwirtschaft, sagt er dann, ja. Also quasi, diese Idee, für mich ist die Frage, ist der Öffi schon frei von diesem vorteilbringenden Irrtum der Sparten innere Sicherheit, der da sagt, es gibt nennenswerte Gruppen der Gesellschaft, die sich verschwören gegen den Rest der Gesellschaft und böse Dinge planen gegen die Gesellschaft. Ich sehe die nicht. Ich sehe, es gibt einzelne Verschwörer, es gibt einzelne Verbrecher. Das sind aber ganz wenige, so wie bei den Bonobos auch die seltenen, zusätzlich die seltenen missratenen jungen Männer und so weiter. Natürlich gibt es dann auch einzelne Verbrecher im Kapitalismus. Das Schlimme im Kapitalismus ist aber nicht der Verbrecher, sondern der brave Bürger, der seine Irrtümer glaubt und mich mit seiner Chemotherapie zu ermorden neigt, weil er wirklich glaubt, das wäre die einzige funktionierende Therapie gegen Krebs. Irre ich mich da, Wechsel, wenn ich sage, da ist vielleicht noch ein Rest dieser Irrtümer der Sparten innere Sicherheit bei FF zu erkennen? Irre ich mich da? Es korrigiert mich, wenn ich mich da irre. Wechsel. Ja, gerne Wechsel 2. Also ich bleibe ganz eng bei dieser logischen Schlaufe der Verantwortungsweckung im Menschen. Er sieht, es kommt drauf an, kann ich es durchschauen, folgt es Werten, die mir gut tun und der Welt, also global denken, lokal handeln. Ich fange an, meine eigene Stimme damit zu durchleuchten. Wenn ich ihr vertrauen soll, muss sie dieser Logik folgen. Und dann wird sie Wechselwunsch. natürlich nach außen hin auch ganz diese Logik anwenden. Und dann halte ich es für etwas, was ich nicht so wie du, Dylan, sagen kann, also wie viele da jetzt Verschwörer sind oder nicht, weil dafür müsste ich ihre Vertrauenswürdigkeit prüfen. Und ehrlich gesagt, da diese Prüfung nirgends so gemacht wird, da die Leute sich selbst auch nicht so präsentieren, dass sie damit wirklich prüfbar würden, ist das Ganze höchst unberechenbar. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es gibt die Möglichkeit, dass Einzelne und Gruppen sich nicht für Verantwortlichkeit, vertrauenswürdige Verantwortlichkeit im Sinne von global denken, lokal handeln entscheiden oder real auch ganz anders sich verhalten. Das könnten durchaus Bündnisse von Herrschern sein, New Wechselwunsch. World Order, World Economic Forum, was auch immer. Und das könnten Konzernbosse und kapitalistische Investoren oder der Markt sein, wohinter da eben tatsächlich auch Absprachen und Verschwörungen stehen können. Und es können in der Wissenschaft auch Einzelne und Gruppen sich nicht vertrauenswürdig verhalten. Also wo dann oft gesagt wird, hier, ja, aber das ist so eine Peer-Studie. Ja, das heißt, dass mehr Wissenschaftler daran beteiligt waren, das vielleicht hin und her geprüft haben. Aber ob die vertrauenswürdig sind oder ob da auch irreführende und missbräuchliche Mechanismen dann wirken können, das ist nicht von vornherein festlegbar, sondern müsste so geprüft werden. Und infolgedessen, Ja.
Ich habe jetzt schon Kritisiere ich zweimal ja da. Sitzewunsch gesagt. Ach so, ja, ich mache den Satz aber vielleicht noch fertig. Ja, du hast jetzt Ich. aber schon, der Satz dauert schon 1,5 Minuten. Ach so, nee, ich habe dich vorher nicht gehört, aber also ich kann auch jetzt abgeben. Ich bin bei dem Punkt, wo ich die Wissenschaft als nicht vertrauenswürdig beschreibe oder Ja, belege. Aber Wechselfehler. ich, Ich sag wollte du ja erst mal. nur kurz sagen, bitte prüfe noch mal sorgfältig nach, ob du nicht einem vorteilbringenden Irrtum der Sparteninnere Sicherheit, die vom Streit in der Gesellschaft profitieren und von Prozessen und Vorwürfen profitieren, und Schuldvorwürfen, ob du nicht viel mehr Verschwörer und Verbrecher siehst, als tatsächlich da sind. Prüfe das doch noch mal selbst mit deiner eigenen Technik bei dir selber. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also leider muss ich dir sagen, ich komme da zu einem ganz anderen Ergebnis. Aber erst einmal halte ich nur fest, das kann man nicht einfach dogmatisch am Anfang festlegen, sondern es müsste kritisch geprüft werden mit diesem Vertrauensmaßstab. Ja, und das sieht aus meiner Sicht dann übel aus, für die Geschehnisse in der Welt. Da ist eine riesengroße Gefahr, dass da Interessensgruppen sich auch miteinander verbünden, um missbräuchlich zu agieren, um die Menschen zu manipulieren und sonst was alles. Aber wie gesagt, ich halte erstmal nur fest, kann man nicht dogmatisch entscheiden. Man müsste diese Wechselwunsch. Reflexion und kritische Prüfung anwenden. Und sag dann erstmal zwischengenau. Ja, eben, könnte es nicht sein, dass man, wie die Naturwissenschaftler das wollen, dass alles nur das, was du jetzt als das Gruppen sich zusammentun und bestimmte Interessen vertreten, dass das nichts anderes ist, dass die konsequent die gleichen Irrtümer glauben und deswegen gemeinsam einfach Geschäfte machen, die sie selber für gut halten. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ich schließe doch erstmal nichts aus. Ich sage, das muss kritisch geprüft werden. Da muss hinter die Fassaden geguckt werden. Und auch geguckt werden im Gespräch dann zum Beispiel mit so Leuten, wie bewusst sind ihnen ihre Motive und die Schäden, die damit verbunden sind. Und vorher kann ich das so nicht sagen. Und ich bin da auch sehr vorsichtig. Aber ich Wechselwunsch. sage, ich habe massive, begründete Zweifel daran, dass da nur im Sinne, wir tun das Gute gehandelt wird. Gerne wieder. Kannst du gerne was dazwischen sagen? Wechsel 4, ja. Ich rede ja jede Woche so mit 1, 2, 3, 4 Politikern, teilweise 1 Stunde lang, ja. Und ich habe noch keinen gefunden, der auch nur irgendein Anzeichen hätte, dass er wirklich etwas Böses will, sondern die haben oft ganz, bei der CDU hatte ich gerade so Leute am Apparat und bei der FDP, die hatten schwerwiegende Irrtümer im Kopf, aber meinten wirklich, das Beste für die Menschheit zu tun, und so weiter. Ich habe also noch nie einen getroffen im echten Gespräch, wo ich auch nur eine Ahnung hätte haben können, dass der nicht sich als Gutmensch gesehen hat. Wechsel. Ja, Wechsel 2, dann bringen Sie mal ins Gespräch mit mir und wir testen mal, ob man Steuerruder in nicht verantwortliche Hände geben darf und wie damit die politischen Verhältnisse aussehen. Und wenn es dann ein Politiker weitermacht nach diesem Gespräch, handelt er mit dem Bewusstsein, dass er unmoralisch und missbräuchlich handelt. Ich habe diese Gespräche, sogar mit den ganz kleinen normalen Leuten, bis hin dazu, ich sage nur eine Argumentationsschlaufe. Ich sage dann, du darfst doch jetzt nicht eine Lebensweise praktizieren, wo du weißt, dass es den Kindern der Zukunft die Existenz rauben wird. Gegenargument, doch. Und ich glaube, die Kinder der Zukunft wären genauso wie ich, dass die nur an ihren unmittelbaren Vorteil denken würden. Insofern brauche ich mir da keine Vorwürfe machen, weil die würden genauso die Welt in die Scheiße reiten, wie ich es jetzt mache. Bah. Ja, die gibt es, diese Einstellung. Ich könnte dir die Namen nennen und wir könnten die Gespräche führen, wo Menschen genau diese Einstellung haben, dass sie nicht sagen, ich tue das Gute, sondern ich bin dazu festgelegt, das Schlechte zu wollen, die anderen werden nicht besser sein, also lassen wir es so laufen. Und auch diese andere Frage, ne? Dann bitte schön die Gespräche mal führbar machen, ob man Steuerruder in nicht verantwortliche Hände geben darf und ob das geschieht oder ob das verantwortlich gesteuert und reflektiert und geprüft ist und so. Ja. Aber ich würde gerne noch zurückkommen dann zu der Wissenschaft, warum man ihr auch nicht glauben kann, weil das ist ja die letzte Bastion derer, die normalerweise sagen, hier ist doch jetzt was Festes. Also wenn es ein wissenschaftliches Ergebnis ist und dann ist es auch noch peer-geprüft oder so, ne? Dann kann es doch nicht irreführen, ob jetzt bei Corona oder sonst was. Doch, kann es, weil ich habe Piep, piep, erkannt, piep, dass piep, 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 piep. Vertrauenswürdigkeit erst geprüft werden muss und dass Einzelne und Gruppen nicht vertrauenswürdig sein können. Und das gilt auch für Wissenschaftler. Und wenn ich die nächste Zeit habe, erkläre ich, wie dementsprechend dieser
Selbstemanzipationsansatz, ich gehe nur noch nach geprüft, reflektierter und geprüfter Vertrauenswürdigkeit, wie der auch innerhalb des Wissenschaftskonzeptes als absolute Basis integriert werden könnte. Ja, Wechsel 4, ich habe ja noch Zeit. Ja, das ist ja selbstverständlich. Es gibt ja den Weltrat nur, weil wir 95% der universitären Wissenschaft als Pseudowissenschaft ansehen, die aber alle glauben, sie würden Gutes tun, aber im Irrtum sind. Und wir versuchen ja als Weltrat einfach nur die Instanz zu sein, die sich befreit von den Irrtümern. Piep, 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 piep. Nur Yannick hat noch Konto. Ja, ich geb auch ab wieder und höre weiter zu. Wechsel 4. Ja, also das heißt, ich bin immer noch nicht sicher, ob beim Öffi, also ich aus meiner Sicht sage immer noch, im Öffi, da stecken noch Reste der vorteilbringenden Irrtümer. Also ich sage, ich fürchte, der Öffi ist noch ein bisschen Opfer der vorteilbringenden Irrtümer der innere Sicherheitssparten, Richter, Staatsanwälte, Polizisten und so weiter, die von der Beschuldigung anderer Menschen als Verschwörer und Verbrecher leben. Und ich fürchte da, ich glaube, dass er sich davon ganz frei machen sollte, weil ich sage, die Menschen bringen sich um in bester Absicht. Der gefährlichste Mensch ist der brave Bürger, der einen Irrtum im Kopf hat und dann Milliarden Menschen umbringt. Der ist viel gefährlicher als die ab und zu vorkommenden Verschwörer und ab und zu vorkommenden Verbrecher. Natürlich werden die Verbrecher immer häufiger, weil ja die Sparten innere Sicherheit auch in Richtung Verbrechensförderung hinwirken, ja? Aber trotzdem sind die Zahlen der Verbrecher und Verschwörer verschwindend gering mit der Zahl der braven Bürger, die einfach nur einen Irrtum im Kopf haben, Milliarden damit verdienen, dabei über Leichen gehen und dabei denken, sie seien Gutmenschen. Wechsel, leuchtet da irgendetwas davon ein? Auch Frage an Yannick, ob er davon irgendetwas verstehen kann, dass es nicht gut ist, Feinde zu sehen. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Also ich verstehe auch oder diese Argumentationssichtweise mit den vorteilbringenden Irrtümern. Ich verstehe das auch vollkommen, dass der brave Bürger halt in seinem, sage ich mal, in seinem Tiefschlaf lebt und damit eigentlich, obwohl er den Glauben hat, das Gute zu tun, immensen Schaden anrichten kann, ja. Was war das jetzt mit den Feinden? Kannst du das nochmal kurz sagen? Ja, meine Frage war ja nur ganz kurz, ob du was Gutes darin sehen kannst, dass wir uns vielleicht mal von diesem Feindgedanken, dass wir bestimmte Teile der Gesellschaft als unsere Gegner ansehen sollten, freimachen sollten, weil ich glaube, dass wir da gar keine Lösung hinkriegen, wenn wir die Gesellschaft aufspalten in Feinde und Freunde. Ich bin der Meinung, wir müssen bei einer Lösung alle mitnehmen. Ja, da bin ich natürlich total bei dir, so, dass man am besten keine Feinde, sage ich mal, in sein Gegenüber sieht. Ich meine, Jesus hat doch irgendwie auch gesagt, liebet eure Feinde, also die, so, ne? Ja klar. Aber wie man dann am besten da hinkommt, ja, ist dann wahrscheinlich die andere Frage. So, ne? Ja, Wechsel dazu. 4. Wechsel 4. Ja, wenn wir nämlich das mit den Feinden weg hätten, nämlich diese Feindbilderzeugung durch die Sparten innere Sicherheit und die sogenannten Verschwörungstheoretiker sind ja nichts anderes als Menschen, die in sich Feindbilder haben. Das haben wir früher in der Psychologie Feindbildproduktion genannt, ja? Wenn wir das nämlich mal überwunden hätten, dann bliebe nur noch der Kreislauf der Sozialsparten übrig. Und dann würde ich Öffi nur noch kritisieren, diesbezüglich, dass ich denke, auch wenn er noch so gebildet ist und noch so hochstehend ist, geistig, ist er trotzdem irgendwo noch ein Opfer der Sparten, der Sozialsparten, die ihn eben glauben lassen, dass diese schrecklichen Menschen, die so egoistisch ihre eigenen Gene in die Zukunft bringen, indem sie
Nutzen erzeugen für sie, für ihre Familienmitglieder, ihre Kinder zum Beispiel, ihre Enkelkinder und Urenkelkinder und dabei teilweise über Leichen gehen, weil das Gehirn gar nicht so unbedingt an der Wahrheit über sich selbst interessiert ist, sondern in erster Linie interessiert ist, den Vorteil für die Kinder und Enkel und Urenkel zu erzeugen, ja, egal wie viel andere dann dabei draufgehen. Deswegen hatte ich ja vorhin das Beispiel damit, wenn die Ameise eine biologische DNS, eine Säugetier-DNS hätte, würde sie sich gegen die Königin wenden. Weil die Königin würde dann nicht mehr zur eigenen Verwandtschaft gezählen, sondern sie hätte dann eigene Verwandte, die Ameise, und würde dann die Königin im Zweifelsfalle töten, um die eigenen Kinder und Urenkel und zu fördern, ja? Und das ist so der Punkt. Aber sagt mir, wo ich mich irre. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Ich weiß nicht, also vielleicht verwenden wir ja auch verschiedene Begriffe, um diese Mechanismen zu beschreiben. Also ich würde es jetzt einfach, sag ich mal, einfach als die, es gibt, wir haben einmal die Vergeltungslogik, die erzeugt die Feindbilder, weil durch das gegenseitige Vergelten kommt man in Konkurrenz, dann hat man seinen Konkurrenten und hat seine Feinde so. Und das andere Prinzip ist eben das Wechselwunsch. Schenken, das, ja, ich bringe das noch kurz zu Ende. Das andere Prinzip ist das schenkende Prinzip der Liebe, die sozusagen diese Feindbild sich überwindet. Und das lässt sich dann eben meiner Meinung nach, ähnlich wie Öffi, das er jetzt auch gesagt hat, eben mit dieser ja, global denken, lokal handeln, also mit diesem ganzheitlichen Denken halt dahin kommen mit dieser globalen Verantwortlichkeit. Ja, Wechsel. Wechsel 4. Ach so, Moment. Wechsel 4. Ja, das ist eben, Janik, da glaube ich, dass du zu unpräzise logisch vorgehst. Etwas zu unpräzise. Es muss präzise heißen. Vorteil bringen die Irrtümer. Ein Irrtum entsteht einmal, weil Irrtümer sind natürlich. Also errare humanum est, irren ist menschlich. Genauso wie die DNS Irrtümer eingebaut hat, wir nennen sie Mutationen oder genetische Neukombinationen, hat das Gehirn auch seine Irrtümer eingebaut und die nennen wir halt Irrtümer. Also das sind die geistigen Irrtümer, das nennen wir parasitäre Meme oder vorteilbringende Irrtümer oder Irrtümer erst einmal. Und dann erst, wenn der Waffenhändler zum Beispiel den Irrtum aufbringt, eine Gruppe hätte nachts die andere totgeschlagen, obwohl der Mensch genetisch längst pazifistisch war zu der Zeit, ja, durch diesen Irrtum, dieser Irrtumsgeschichte produziert er mit diesem Irrtum in den potenziellen Kunden den Gedanken, ich muss jetzt Waffen kaufen, um mich zu rüsten gegen einen solchen Angriff, der in Wirklichkeit nirgends stattgefunden hat und nur der Fantasie dieses Redners entsprungen ist. Und dann fängt er an, als Waffenhändler zu agieren und macht ein Geschäft daraus, dass er diese Leute, die er aufhetzt zu Gewaltgedanken, dann mit Waffen versorgt. Und dann erst wird es zum Vorteil bringenden Irrtum. Man muss also schon sehr logisch vorgehen und nicht irgendwie mit diesen Begriffen umgehen. Wechsel, ja. Ja, Wechsel 3. Okay. Ja, aber auch da wäre jetzt ja, sag ich mal, was Öffi jetzt eben erzählt hat, diese Überprüfung der Stimmen. Also auch wenn mir das jetzt ein Waffenhändler sagt, dass es so sei, dann ist es ja an mir, dass ich erstmal prüfe, diese Behauptung, da seien jetzt irgendwie das und das gewesen, jetzt muss ich mich verteidigen oder was auch immer. Dass diese Stimme durchschaubar ist und nach diesen Kriterien geprüft wird. Und damit hätte man dann ja auch eben das Problem gelöst, also Wechselwunsch? zumindest in der Theorie schon mal, ne? Wechselwunsch? Ja. Wechsel. Wechsel 4? Ja, dazu müsstest du ja den Waffenhändler auch dazu bringen, dass er anfängt, seinen eigenen ihm Milliarden bringenden, Vorteil bringenden Irrtum zu hinterfragen. Wechsel. Ja, Wechsel 3, aber dadurch, dass du es selber hinterfragst, beziehungsweise dann auch darauf kommst, dass du dem gar nicht mehr Vertrauen schenken kannst, also diesem Waffenhändler, weil du es dann ja, sag ich mal, für dich selber erfolgreich hinterfragst,
dann geht von dir aus schon mal keine Unterstützung von dieser Irrtumsdenke des Waffenhändlers Wechsel, Wunsch. aus. Ja, Wechsel. Aber rückst du dich damit nicht selber in die Nähe eines Feindbildes? Dem kann ich nicht mehr vertrauen, obwohl er sich nur irrt. Müssten wir nicht eine Lösung haben, die ihn aus dem Irrtum herausholt? Dann sind wir nämlich wieder bei der GWÖ-GWO-Kombi. Piep, 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 piep. Ja, Wechsel 3. Nee, das muss ja nicht unbedingt ein Feindbild, das muss ja nicht unbedingt eine Feindbildeinstellung sein, sondern das kann ja auch, sage ich mal, eine wohlwollende Haltung sein. Ich möchte dem Waffenhändler, sage ich mal, auch damit beglücken, dass er seinen eigenen Irrtum erkennt und davon vielleicht inspiriert wird, von dieser Art zu denken. Also jetzt gar nicht mal unbedingt als Feind, sondern eher als Mitgefühls gegenüber oder so. Wechsel. Nur noch Öffi und Janik am Konto. Ja, ich kann Wechsel 2 sagen. Es bedeutet eben nicht, jemanden vermeidbar zum Feind zu machen, wenn man einfach klar durchschaut, dass man ihm nicht vertrauen kann, weil er nicht nach global denken, lokal handeln geht und dementsprechend Schaden anrichtet. Das kann man für sich selbst einfach ehrlich so feststellen dann. Man kann es dem anderen auch zu erkennen geben, kann auch verbunden sein mit der Haltung, ich will ihn von seinem Irrtum oder seiner Schädigungseinstellung wegbringen. Aber es wäre ein selbstmanipulierender Irrtum zu sagen, ich will den anderen nicht als Feind sehen, also vertraue ich allen. Das würde verstoßen gegen dieses rationale Überprüfungsprinzip, was ich da benannt habe und wovon ich behaupte, das ist die menschenmögliche Absicherung, dagegen manipuliert zu werden, indem man diese Vertrauenskriterien knallhart anwendet. Und dafür darf man natürlich nicht dogmatisieren, dass alle Menschen keine Feinde sind, sondern vertrauenswürdig. Das darf man nicht dogmatisieren, weil es kann anders sein. Und ich selbst gehe auch auf die anderen Menschen so verständnisvoll und liebevoll wie möglich zu, sehe in allen die Kinder Gottes und so. Aber wie Jesus sehe ich, dass sie feindlich handeln können, dass sie Jesus umbringen konnten, dass sie sich gegen Gott und die Zukunft der Welt wenden oder auch verschwören können. Doch, das können sie. Und ich habe ja gesagt, ich führe reale Gespräche, wo Menschen dann so drauf sind wie, ja, ich bin egoistisch, das macht die Welt kaputt, aber die Kinder der Zukunft werden auch alle so gesinnt wie ich, das ist halt menschlich, ne, und deshalb muss ich mir da keine zu großen Gewissensbisse machen. Dann ist es nicht so, dass so ein Mensch handelt aus der Absicht, der Welt das bestmöglich Gute zu tun. Er sagt, es geht nicht anders, als dass wir hier eben so schädlich drauf sind. Und ich finde auch, es ist eine gute Einstellung von Sokrates, also dass er mal irgendwo gesagt hat, niemand ist freiwillig schlecht. Er ist es entweder aus Unwissenheit oder Unbeherrschtheit. Ich würde sagen, die Unwissenheit des Menschen, der da sagt, ich kann schlecht sein, weil die Kinder der Zukunft werden es auch, ne, und damit macht's nichts, ist eben, dass er das nicht verallgemeinern kann und dass er selbst auch besser sein kann. Dass er sich nicht auf die Schlechtigkeit und auf die Unveränderlichkeit festlegen darf und so etwas. Ja. Und ich wiederhole, also ich habe ja jetzt viele Aspekte gar nicht benannt, nämlich dass ein Mensch, wenn er in sich hineinschaut, auch sehen kann, er kann noch bei den Stimmen, die in ihm sind, zwischen den Radiosendern wählen, kann sich für kosmisches Bewusstsein entscheiden und was weiß ich. Haben wir an anderen Stellen gehabt, aber lasse ich jetzt hier weg, weil ich will ganz eng bei der Vertrauenswürdigkeitslogik bleiben, die einen, wenn man sie prüft, vor der Manipulierbarkeit bewahrt. Zumindest so gut, wie es Menschen möglich ist. Und da war ich bei der Wissenschaft und also da sagen die Leute, ja, aber wenn es wissenschaftlich ist und peer geprüft, ne, so als könnten nicht auch Gruppen von Wissenschaftlern manipuliert sein und uns manipulieren oder schädigen wollen. Vielleicht mit der Haltung, der Mensch ist halt schlecht und ich kann ja nicht anders. Nur Ne? kurzer Hinweis, da Aber habe ich das. dir ja schon total zugestimmt. Das ist für uns ja gar kein Ja, Thema mehr. genau. Und deshalb gibt es diese Möglichkeit. Und deshalb muss man sehen, es ist eine ganz primitive und falsche, fehlgeleitete Auffassung von Wissenschaft, wie sie heute durchgehend herrscht, dass die Wissenschaft mit Werten und Normen und Vertrauen und so wenig zu tun hat, sondern dass sie einfach messbare Fakten liefert. Das ist Werkzeug und Waffenwissen bis zur Atombombe, was die Wissenschaft produziert. Aber es ist das Dümmste, was man annehmen kann, wenn man mal Wissenschaft grundlegend definiert als Sammeln und Ordnung von Wissen.
Dass es dann sinnvoll ist, immer mehr Werkzeug- und Waffenwissen anzusammeln, aber kein Steuerungswissen dafür. Das Steuerungswissen ist das Vorrangige. Und das kommt auch sofort raus, wenn man wieder mit diesen Vertrauenswürdigkeitsmaßstäben da dran geht. Handeln die hier nach global denken, lokal handeln Logik? Nein, die produzieren immer mehr Waffen, die sie irgendwo in Hände geben und gar nicht gucken, was damit gemacht wird und sprechen sich frei, weil die Wissenschaft nicht für Werte zuständig wäre. Das ist die Armseligkeit und der durchgehende Missbrauch und die Pervertierung dessen, was Wissenschaft wäre. Aber Und von deshalb dem ist ja sage der ich, Weltrat frei, ja? auch nicht ganz. Ich sage nämlich jetzt, die Wissenschaft der Zukunft wird als Kernbereich aller Wissenschaftlichkeit so etwas haben, was ich nenne elementare, individuelle Elementarwissenschaft. Und das ist die Wissenschaft, was einen jeden einzelnen Menschen befähigen würde, mit entsprechenden Werten und mit dieser Vertrauenslogik zu prüfen, wo er Autoritäten verantwortlich folgen kann und wo nicht. Egal, ob es staatliche, ökonomische oder wissenschaftliche Autoritäten sind. Und dass diese Vertrauenslogik, die ich jetzt heute hier in der Sendung erklärt habe, die müsste zum absoluten Grund einmal eins gehören für die Absicherung von Wissen, für die Absicherung davon, sich nicht auf falsche Weise fehlsteuern zu lassen. Also diese Dinge gehören in die sogenannte individuelle Elementarwissenschaft als Wurzel aller Wissenschaftlichkeit. Okay, gut, das wäre dieses. Damit habe ich zumindest die Schlaufen alle mit der Vertrauenswürdigkeit und der Bewahrung des Menschen, möglichster Bewahrung des Menschen vor Manipulierbarkeit, wie ich denke, als Faden zusammenhängend erklärt. Nur noch Jannik hat ein bisschen Konto. Ja, ich geb weiter. Ja, zur letzten Runde. Und das heißt wieder, wir sollten auch das Resümee der heutigen Sitzung mit einfließen lassen. Wechsel 4. Mein Resümee ist wieder, wir haben diskutiert, aber wieder keinen Millimeter uns aufeinander zubewegt, was übrigens die Person, die das letzte Mal dabei war, mit der habe ich später nochmal gesprochen und auch schon, wenn ich mich an frühere Personen erinnere, die alle weggeblieben sind und auch heute nicht mehr gekommen sind und so weiter, nicht mehr gekommen sind, weil sie immer den gleichen Schluss gezogen haben, dass die Schenker-Bewegung ein zu idealistisches, verträumtes Bild von der positiven Möglichkeiten des Menschen habe, da lohnt es sich gar nicht mit zu diskutieren, weil das gar keine Chance hat. Denn ich würde mal so sagen, wie die das da mir auch zustimmen würden, die würden ja dann sagen, dass dann eigentlich Jannik und Öffi 70 Millionen Menschen von 80 Millionen in Deutschland als nicht vertrauenswürdig erklären müssten. Und dann dem Irrtum der sozialen Sparten ja folgen müssten. Wir schaffen es, diese 70 Millionen zu erziehen zu einer Selbstreflexion in Bezug darauf, ist das verantwortlich, was ich mache? Aber dann sagt der Waffenhändler, ja, dann müsste ich eigentlich mein Waffengeschäft aufgeben. Damit kann ich aber nicht mehr meinen Enkelkindern und Urenkelkindern so viel bieten, wie ich ihnen jetzt bieten kann. Das würde meinem biologischen fortpflanzungsbiologischen Genaspekt und biologischen Instinkt widersprechen und Wechsel. Wechselwunsch, ja. Das bestätigt, dass Sie alle nicht aus der Haltung handeln, der Welt das bestmöglich Gute zu tun. Sie erklären mit Ihrem Gen- und Fortpflanzungsegoismus, warum Sie es nicht tun. Und dadurch sind Sie nicht Wechselwunsch. vertrauenswürdig. Und das sind wirklich auch wahrscheinlich 99% der bundesrepublikanischen Bevölkerung. Sie sind nicht vertrauenswürdig, weil Sie mit solchen Ego-Ideologien die Schädlichkeit rechtfertigen wollen. Ja, Wechsel 4. Ja, ganz kurze Antwort. Vielleicht sind lebendige Organismen, vielleicht ist DNS nie geschaffen worden, um an die Welt zu denken, sondern immer nur an sich zu denken. Und jetzt gehe ich ja mal unseren Schritt weiter. Und weil das so ist, weil Organismen eben nur dafür konstruiert sind, an ihre Kinder, Enkel, Urenkel, Nichten und Neffen und sonstigen Verwandten möglichst zugewandt zu denken, deswegen brauchen wir die Hilfskrücke der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, der GWÖ-GWO-Kombi, die quasi dem Waffenhändler dann mehr Geld gibt, wenn er in Zukunft Frieden fördert, weil er jetzt für die Zahl der überlebenden Menschen belohnt wird und nicht für die Zahl der Getöteten wie im Kapitalismus. Im Kapitalismus kriegt er mehr Geld für die Zahl der Getöteten. Der Sozialspartler kriegt mehr Geld für das Wachsen der Armenzahlen. Der Spartler innere Sicherheit kriegt
mehr Geld für die Mehrung der Prozesse und der Rechtsstreitigkeiten. Und die GWÖ, GWO kommen gesagt, nee, wir nehmen den Menschen einfach so, wie er ist, nämlich als einfach gar nicht für das Gute konstruiert. Und wir müssen einen guten Rahmen setzen, in dem er an alles, also in dem er Gutes tut Wechsel. Für alle anderen. Oder und dafür gutes Geld kriegt. Wechsel. Okay, dann haben wir es aber als einen inwiefern Vorteil bringenden, jedenfalls Irrtum festgestellt, dass die Einstellung, kein Mensch ist Feind, jeder handelt so, dass er das Beste für die Welt will, nicht stimmt. Sondern dass es viel realistischer ist, das so zu sehen, wie ich es beschrieben habe. Und ich schätze ja auch, weil eben die Menschen so sind, dass das etwas Hilfreiches sein kann, so diesen Belohnungsmechanismus wie GWO oder Wohlfühlstimme zu machen. Aber es gibt auch den geraden Weg zu dieser einfachen, echten Verantwortlichkeit, dass man wirklich das Gute für die Welt will und dafür leben will. Und niemand, der sich dieses Bewusstsein innerlich verschaffen wird, wird sagen, okay, dann wähle ich den Weg in 1000 Auf und Abs und hin und her und wieder zurück und da doch nochmal 300 Menschen gekillt und so weiter. Sondern wenn ich einen geraden Weg zu dieser ganzheitlichen Vernunft, Sinnhaftigkeit und Verantwortlichkeit nehmen kann, dann nehme ich ihn den Weg. Ja, mein Wechselwunsch bezog sich darauf, dass du da einen Irrtum formuliert hast. Wir Naturwissenschaftler glauben keineswegs, dass der einzelne Mensch in irgendeiner Weise Gutes tun würde, sondern er lebt in der Selbsttäuschung, er würde Gutes tun, weil er seine vorteilbringenden Irrtümer für Wahrheiten hält, lebt er in der Illusion, er würde Gutes tun, bringt aber dabei, ruiniert dabei die ganze Welt und bringt Millionen von Menschen um. Wechsel? Nein, also da muss ich dich jetzt sagen, das widerspricht sich logisch direkt. Du hast zwischendurch gesagt, du sprichst auch nur mit Politikern und anderen Leuten, die direkt sagen, das, was sie tun, ist das Beste für die Welt, das ist ihr Motiv. Dann waren wir einig, dass wenn man mit den Menschen spricht und man nagelt sie darauf fest, dass sie dann sagen, ja, was interessiert mich das Gute der Welt oder so, da kann ich dann, ne, wie der Waffenhändler, meinem Nachwuchs nicht mehr den Luxus gönnen, den er haben will oder den ich auch dafür haben will. Und das ist für mich das vorrangige Motiv. Wechselwunsch. Das passt nicht zusammen. Man kann nicht sagen, gleichzeitig, ja, ich handle gar nicht nach dem insgesamt Guten, sondern meinem Nachwuchs auch auf Kosten der Welt und gleichzeitig sagen, nee, eigentlich ist es das Wohl der Welt für mich das höchste Motiv. Ja, Wechsel, ich wollte, weil du da die Ebenen verwechselst. Ich unterscheide das, was ihm selbst gar nicht bewusst ist, nämlich diese biologische Tendenz hin, eigentlich nur die Profite zu mehren, um seine Kinder und Urenkel und Enkel zu füttern. Aber auf der bewussten Ebene erlebt er immer nur seine Irrtümer, nämlich dass es ja gut ist, was er tut. Wechsel. Du verwechselst da die Ebene nicht bewusst und bewusst. Nein, weil wir redeten drüber, wie reden die Leute, wenn man mit ihnen darüber spricht. Und da hast du gesagt, dann sagt er, nein, das mache ich aber nicht, weil dann kann ich nicht mehr so viel Luxus für meine Nachkommen Wechsel, dann gewähren. Das ist ein Missverständnis. Das ist nicht das Unterbewusstsein, das ist das Bewusstsein, wo er sich dann logisch widerspricht und ich würde ihn darauf festnageln, dass er da auch nicht rauskommt und deshalb haben die Leute dann keine Lust mehr weiter darüber zu reden. Wechsel und das würde auch gelten für genau die anderen Gesprächspartner, die wir hier hatten. Gut, Wechsel. Ja, genau das ist ein Irrtum. Das kann sein, dass ich mich ja missverständlich ausgedrückt habe. Ich meinte, in ihm wird seine biologische Struktur darauf, dass er sich an seinen Irrtümern festklammert quasi und bei ihnen bleibt. Aber im Gespräch ist es niemals so, dass jemand dort zugibt. Wechsel. Niemand gibt jemals zu, dass er das ja macht, um seinen Kindern und Enkeln möglichst viel Geld aus der Politik zum Beispiel rauszuholen. Sondern der verteidigt einfach nur seine Irrtümer als Wahrheiten. Wechsel. Ich kann dir Namen nennen, also wir können dir Louis mal dazu holen zum Beispiel oder so. Ich kann dir direkt Namen nennen, die diese Mechanismen in sich und in der Welt so durchschauen, dass sie es benennen. Sie sprechen es aus und sie haben so eine Logik wie, ja, ich sehe, wenn ich mich so und so verhalte, richte ich den Schaden an, aber es geht nicht anders, alle sind auch so, auch die Kinder der Zukunft und deshalb ist es okay. Wechselwunsch. Doch, das ist bewusste Einstellung und wenn man die Menschen festnagelt, auch bei ganz vielen, dass sie versuchen, mit solchen Schlaufen sich noch so eine Rest an Mini-Rechtfertigung zu verschaffen. Ja, Wechsel 4.
Also ich habe so noch niemanden erlebt. Also ich habe die immer nur erlebt, dass die bei ihren Irrtümern bleiben und diese Irrtümer verteidigen. Und ich interpretiere dann in sie herein, dass es das biologische Prinzip ist, dass sie nämlich einfach Profite weitermachen wollen. Und diese können sie eben machen, wenn sie die Irrtümer behalten. Aber was ich erlebe in den Gesprächen, ist, dass sie sich nur an ihre Irrtümer klammern, wechseln. Ja, wie gesagt, also da sind wir bei dem Punkt, den könnten wir jetzt verifizieren, ne? Wenn die ganzen Gesprächspartner auch hier sich nicht verdrücken würden, sondern sich auf diese Logik mal einlassen würden. Was sind letztlich ihre Maßstäbe und Motive, nach denen sie handeln? Und sind sie bereit, da 2 und 2 ist 4 zusammenzuzählen für Verantwortungslogik? Dann können sie nämlich an vielen Stellen nicht widersprechen, wollen aber das andere, und zwar bewusst auch, wollen sie das andere, den egoistischen Vorteil oder den Luxus für die Nachkommen, und nehmen dafür in Kauf, dass sie den Schaden anrichten. Und ich traue mir zu, bring irgendjemand her davon, ne? Und ich nagel ihn dir so fest, dass er da entweder wegflieht oder zugibt, dass das seine Einstellung ist. Wechsel 4. Die legen sofort auf, wenn man mit sowas kommt. Also sobald ich die da diesbezüglich ansprechen würde, würden die mich sofort aggressiv abwürgen. Also Wechsel. Das sagt alles. Ja, aber auch Wechsel 4, auch weil die diese Irrtümer glauben. Also mein Schlussresümee für heute, weil ich nur noch so ein paar Sekunden habe. Also, ich sehe in der Schenker-Bewegung trotz alles hochgeistig Stehenden, trotz alles Hochgeistigen, noch Reste von vorteilbringenden Irrtümern der Sparten innere Sicherheit und vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten, die dazu führen, dass die Schenker-Bewegung Dinge mit Menschen ausprobieren möchte, die aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht gehen. Ich bleibe dabei. Ich würde sagen, wir machen die Menschen kommunefähig erst, indem wir den Wasserhahn zudrehen, die vorteilbringenden Irrtümer unterbinden und deren Produktion unterbinden durch die GWÖ-GWO-Kombi. Dadurch schließen wir den Wasserhahn, der Mensch wird wieder kommunefähig. Uns gelingt über die Gesundheitsgemeinschaften, Finanzvertrauensgemeinschaften, gelingt die Kommunenbildung und so weiter und die Menschheit wird wieder gesund. Aber ich glaube, dass wir ohne die Krücke nicht auskommen. Piep, piep, piep. Ja, Wechsel 2. Dann lass uns alle Kräfte verbinden. Mit der Krücke laufend, ohne Krücke laufen. Also auf jeden Fall ist es doch gut, wenn man in dieser Weise versucht, gemeinsam zu laufen, sich gegenseitig zu stützen und sich voranzubringen, so gut man kann, sodass man gut vorwärts kommt. Also ich sehe da, dass wir immer wieder, nicht nur heute, viel gemeinsame Motive und auch Ausrichtung, auch Methodenausrichtung sogar haben, bis hin dazu, dass du die Kommune in dieser Weise unter solchen aufgeklärten, verantwortungsfähigen Menschen nicht verneinen würdest und ich den Sinn der Reformen für die, die noch nicht so weit sind, nicht verneine, die mehreren Schienen so kraftvoll machen, dass sie noch das Beste für die Welt bewirken, ist aus meiner Sicht das Einzige, was wir sinnvoll machen können. Und ich danke für das Gespräch. Also ich wüsste nicht, dass Menschen, die den Fernseher, das Internet oder irgendwas anschalten, sich was Wichtigeres antun könnten als eine Sendung wie heute. Ja, Wechsel 3, dann würde ich auch mal, oder was heißt auch mal, also ich sage danke für den Abend und war, ja, ich konnte jetzt wieder interessiert zuhören auch und versuche das mal so gedanklich auch mitzunehmen, vielleicht nochmal jetzt, wenn ich mich jetzt hinlege, nochmal ein bisschen weiter drüber nachzudenken. Und freue mich auf das nächste Mal dann und sag auch schon mal Tschüss. Und ich empfehle für jetzt ARD-Fernsehprogramm 23:45 Uhr können wir uns selbst trauen? Fragezeichen. Und das kann man sich direkt in der Mediathek anklicken. Ja? Da kann man jetzt direkt schon in der Mediathek aufrufen, können wir uns selbst trauen und das anschauen. Denn wie gesagt, da bleiben wir noch unterschiedlich. Ich freue mich ja, dass eine gewisse Akzeptanz der Doppelschienigkeit und Mehrschienigkeit ja da ist. Aber auf der anderen Seite versuche ich halt natürlich den Weg zu finden, wo wir am wenigsten, wie sagt man, Energievergeudung
machen würden. Und da glaube ich eben, dass wir da mit dieser GWÖ-GWO-Kombi im Moment, die übrigens überall immer mehr offene Türen findet. Am schwersten ist es bei CDU und FDP. Da ist es wirklich mühsam, ne? Aber bei allen anderen Parteien geht es ganz leicht, ins Gespräch zu kommen. Ja, dann bis nächsten Samstag. Aber diese Unterschiede bleiben nach wie vor bis jetzt unverrückbar. Aber da kann es ja dann das nächste Mal weitergehen. Ich sage auch Tschüss. Alles klar, Tschüssi. tschüssi. Tschüssi.